So, hallo, wieder zu einem nächsten Video. In dem Video soll es darum gehen, da soll es um Mengenfamilien gehen. Hatte ich im letzten Video schon gesagt, aber vorerst muss ich eine kleine Korrektur einschieben. Und zwar habe ich mir im letzten Video erzählt, dass die Menge der ganzen Zahlen mit dem Strich, sag ich schon, mit dem Sternchen, das soll die Menge der natürlichen Zahlen sein, ohne die Null. Ja, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht. Und zwar soll das sein, die... Ich mach das hier mal definiert. So. Von minus unendlich kommt. Ne? Dann minus 3, minus 2, minus 1. So, und jetzt allerdings nicht die 0, sondern als nächstes kommt dann wieder die 1. Na, also das mit dem Stern, das soll heißen ohne die 0. Die Menge der ganzen Zahlen ohne die 0. Also geht es hier weiter. 2, 3 und so weiter und so fort. Okay, so viel dazu. Jetzt soll es um Mengenfamilien gehen. Ich mache das hier wieder mal wieder weg. Ja, ja. So, alles weg, gut. Und also... Wieder groß M. So, ein bisschen schöner machen hier. So, ein bisschen genauer sehen kann. So. Und jetzt aber mit einem kleinen Index. Ganz oft sieht man da Index klein i. Das sieht noch ein bisschen schräg aus. Das würde dann aussehen, als ob das hier ein Semikolon sein soll. Ist es aber nicht. Das ist klein i. Ich mache das mal wieder weg. Und dann nehmen wir mal den Index n. Klein n. Ah, das sieht jetzt aus wie ein kleines h. Nee, dann nehmen wir ein kleines n. So. Sieht wieder genauso aus. Aber das soll ein kleines n sein. Also eine... nicht nur eine, sondern groß m. Das ist eine Mengenfamilie. Mit dem Index klein n. So. Da schreibt man noch da, auch noch dazu, dass das dann das n ein Element aus einer Menge groß n. Ja, also habe ich beim letzten Video vielleicht noch nicht erzählt, dass man die Mengen mit Großbuchstaben und ein Element von der Menge, dann nimmt man dann halt den dazugehörigen Kleinbuchstaben. Also Elemente werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet und ganze Mengen mit Großbuchstaben. Aber ich habe auch erzählt beim letzten Video, kann mich noch so ganz vage erinnern, also so ganz vage, dass man auch schon mal sowas sehen kann. Klein n und dann ein Element aus der Menge klein a. Warum klein a? Weil a auch wieder ein Element aus einer Menge sein kann. So dass das dann eine verschachtelte Menge ist. Da hat man irgendwie eine Gesamtmenge und in dieser Menge sind dann mehrere Teilmengen enthalten. Entschuldigung. Da
das sind halt hier die Menge, die hier drin ist, die habe ich dann hier halt mit A bezeichnet. Ne? In dem Fall. Und das kann auch so weitergehen. Das ist dann ein anderes Element. Das wird wieder fürchterlich hier. So. Ja, Konzentration lässt zu wünschen übrig bei mir. Das ist hier klein b. Und ja, und so weiter und so fort. Ja. Das ist dann halt zu einer Gesamtmenge zusammengefasst. Entschuldigung wieder. Frosch im Hals. Wird zwar vielleicht das Quaken nicht, aber naja, gut. Egal jetzt. Also auf jeden Fall, das Ganze ist dann eine Mengenfamilie. Ja, man nimmt dann zwar trotzdem noch einen Mengenbuchstaben, aber halt mit einem Index. Man macht das deswegen, weil wenn ich jetzt sowas wie A und dann eine andere Menge B und dann wieder eine andere Menge C, ne? Und ich will das aber alles zusammenfassen, das wird hier irgendwann endlich. So, und das Problem ist dabei, dass das dann, ja, das wird ja höchstens bis Z gehen, also 26 Mengen. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt nicht nur eine Menge, also wenn ich nicht nur auf die 26 Mengen begrenzt sein will, sondern ich will jetzt, ja, ich sag mal, unendlich viele, ne? Theoretisch. Das könnte man nie aufschreiben. So. Und deswegen macht man das dann halt so, groß M, ich hatte schon hingeschrieben gehabt, mit dem Index klein n. Ja, das M sieht wieder fürchterlich aus, aber ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, dass das ein M sein soll. Naja, gut. Und da kann man das auch wieder so machen, dass man die ganz vielen kleinen Mengen, da gibt es auch eine Vereinigungsmenge, dass man sagt, okay, man will die alle vereinigen, also Vereinigungsmengensymbol, dann schreibt man hier den Index klein n ist Element von und dann woraus man das woraus man die den Index nimmt. Ich nehme jetzt mal hier das ist jetzt mal ein konkretes Beispiel, also ich mag nicht gerne konkrete Beispiele, aber naja, gut. Dann nimmt man kann man sich dann schon mal die Menge der natürlichen Zahlen nehmen. Ich hoffe, das sieht ein bisschen schräg aus, aber ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich mache das hier auch mal mit die Menge der natürlichen Zahlen mit 0. So. M mit Index n. So. Und das ist dann definiert durch. Ach, was mache ich denn ja jetzt? Doch, ich will jetzt auch keine Menge definieren, sondern ich will jetzt die Mengenvereinigung für eine Mengenfamilie zeigen. So, das heißt also M0, also M mit dem Index 0 vereinigt mit M mit Index 1 es fängt ja schon mit dem U an. Nein, das ist so, vereinigt mit Index. Nein, nicht mit Index. Nein, nein. Mit Index 2. Und so weiter und so fort. Also wieder vereinigt und dann. Und so weiter und so fort. Das gleiche geht dann auch mit der Schnittmenge. Schnittmengensymbol. N ist Element aus den natürlichen Zahlen mit 0. M n, also mit Index n.
dann ist das definiert durch M geschnitten M0 geschnitten M1 geschnitten M2 geschnitten M3 geschnitten und so weiter und so fort. Ja, das ist so viel dazu, aber wenn man das schon sieht, wie mächtig das Ganze ist, also das ist schon echt Wahnsinn. Ne? Was ich beim letzten Video schon gesagt habe, also das geht irre auf die Konzentration. Also das hat bei mir auch ganz schön gedauert, bis ich das wirklich war richtig verstanden habe. Ich habe mir erst vor kurzem damit beschäftigt, da ich angefangen, mich mit sowas zu beschäftigen, dass man eben auch ganze Mengen Familien zusammenfassen kann. Und das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich denke mal, das sollte erstmal dazu reichen. Ich weiß nicht, ob das noch mit der Schnittmenge, aber Schnittmenge sage ich schon, Differenzmenge, dass man da eben die Mengenfamilien dann, das sieht ein bisschen sehr schräg aus. Ich würde mal sagen, eher nicht, ich weiß es nicht, also ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ne? Ja, ansonsten so gibt es erstmal nicht wirklich, nichts mehr wirklich dazu zu sagen. Ne? Also, ich hoffe, dass es verständlich war. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja. Tschüss.